Hallo zusammen zu einem neuen kleinen Video von uns, von Mustang 302. Wir haben wieder mal ein kleines Schätzchen hier, und zwar ein 2020er Ford Mustang California Special mit ein paar Umprogrammierungen und kleineren Anpassungen für den Kunden. Zum einen haben wir natürlich California Special mäßig hier wieder unseren speziellen Pony Grill drin. Passt sehr gut zur Front des Fahrzeugs. Auch natürlich wieder die standardmäßigen California Special Felgen, 19 Zoll. Wir haben hier noch 20 mm Distanzscheiben verbaut, damit der Reifen einfach ein bisschen weiter nach vorne kommt. Sieht man dann eher von der Seite oder eben wenn man sich hinter dem Fahrzeug befindet. Dann haben wir natürlich wieder unsere roten Heckleuchten und hier wieder der California Special Schriftzug. Klappenauspuff natürlich verbaut. Dann haben wir natürlich entsprechend wieder die sequentiellen Blinker. Und sobald das Fahrzeug bremst, ist es eben so, dass alle Bremsleuchten aktiv sind. So, dann haben wir natürlich auch hier bei der US-Version wie immer unseren Fernstart bereits integriert. Das ist ganz einfach. Man drückt einmal auf Zusperren und dann zweimal auf die Taste darunter. Und dann startet das Fahrzeug aus der Ferne. Funktioniert aus hunderten Meter Entfernung, wenn es sein muss. Echter US-Sound und kein Downsizing. Dann haben wir hier natürlich noch, wie bei der US-Version üblich, die kleineren Außenspiegel mit dem Bliss, das sieht man dann hier, also dem toten Winkel, Warner. Sobald ein Fahrzeug sich eben im toten Winkel befindet, wird das eben hier entsprechend im Spiegel angezeigt. Wir haben dann beim California Special hier noch unseren obligatorischen Schriftzug, der sich einmal von vorne nach hinten erstreckt und dann eben im Verlauf immer etwas schwächer wird. Und des Weiteren hinten eben noch die Hutzen, die eben hier beim California Special mit verbaut sind. Wenn man mal einen Blick in den Innenraum wirft, dann haben wir hier eben auch wieder unsere California Special Beschriftung. Und die Sitze sind einmal komplett überzogen mit roten Nähten. Auch in den Fußmatten ist nochmal das California Special Symbol zu erkennen. So, dann befinden wir uns im Innenraum des California Special. Wir haben hier in der Tür auch nochmal die roten Nähte und eben hier diesen Alcantara Insert, der das Interieur einfach nochmal etwas aufwertet. Normalerweise haben wir ja bei der US-Version natürlich die amerikanische, also die englische Sprache. Und der Kunde hat sich hier gewünscht, dass eben alles auf Deutsch umgestellt wird. Das sehen wir dann hier. Also die Meilenanzeige wäre normalerweise über der kmh-Anzeige, die ist jetzt natürlich verschwunden. Und alles ist eben entsprechend auf Deutsch umgestellt. Und ja, das kann man natürlich auch wieder zurückstellen, wenn man möchte. Aber die deutsche Sprache ist jetzt hier erstmal vorrangig. Genauso natürlich im Sync-System. Auch hier wäre normalerweise alles in Englisch, ist jetzt eben alles auf Deutsch umprogrammiert. Und die Radiofrequenzen sind auch entsprechend alle eingestellt, sodass eben jeder Sender empfangen werden kann. Spezifisch bei diesem California Special haben wir die Parksensoren vorne noch eingebaut. Das heißt eben genauso wie wenn man zurückfährt und eben der Piepton kommt, kommt dieser Piepton eben jetzt auch vorne. Falls man eben mal nach vorne hin einparken möchte und es etwas kritisch ist, kommt eben auch ein entsprechender Signalton und unterstützt einen beim Einparkvorgang. So, an dieser Stelle würde ich mich dann wieder verabschieden. Vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst uns gerne ein Like und ein Abo da. Wir werden sicherlich
jetzt wieder vermehrt Videos machen. Und seht es uns bitte nach, dass wir keine professionellen YouTuber sind. Wir möchten hier mit YouTube kein Geld verdienen, sondern einfach nur die Autos, die Ausstattungen, die verschiedenen Fahrzeuge zeigen, damit man sich möglicherweise etwas leichter tut, sein eigenes Fahrzeug zu konfigurieren und sich einfach etwas inspirieren lassen kann. In diesem Sinne, aktuelle Lieferzeit für alle unsere Ford US Cars, Mustang, Raptor, Ranger, Explorer, Expedition, Shelby, in Zukunft auch der Bronco. 2,5 Monate, Produktionszeit etwa 4, 5, 6 Wochen, momentan deutlich schneller wegen den Corona-Verzögerungen in den USA. Schickt uns gerne eine E-Mail oder nutzt unseren Fahrzeugkonfigurator. Und wenn ihr Fragen habt, könnt ihr euch natürlich immer gerne direkt an uns wenden. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, macht's gut und Servus!